Hallo Freunde der Nacht, mein Name ist Chris von JustoDie Interactive. Wir haben das Computerspiel Drover Forsaken Kin entwickelt und wir sind hier bei Behind the Pixel, um eure Fragen zu beantworten. Und heute haben wir ein sehr spannendes Thema mitgebracht, und zwar ein Lebenszyklus eines Bugs. Das klingt spannend und dafür habe ich unseren Bug-Experte bei JustoDie mitgebracht, den Johannes. Ich grüße euch alle, hallo. Ich grüße euch alle. Alle Bugs sofort. Alle Bugs drinnen. Was sind denn überhaupt Bugs, Johannes? Ja, Bugs sind, ich sag mal ganz grob gesagt, sind Fehler in der Software, im Spiel, im Programm. Das heißt, alles, was nicht so läuft, wie man es eigentlich gedacht hat, kann man eigentlich ganz grob als Bug bezeichnen. Hast du so einen typischen Bug gerade mal im Kopf, den du uns sagen kannst? Typischer Bug, ich sag mal, mit dem Rollenspiel, ich drücke auf C, ich ziehe die Waffe, er zieht vielleicht die Waffe, aber die Grafik von der Waffe ist zum Beispiel nicht da. Ist ein Bug, ist nicht sichtbar, ist fehlerhaft. Seine erste Idee für einen Bug ist ja interessant, ne? Was ich mal noch ganz wichtig finde, ist im Kontext von Bugs der Begriff technische Schuld. Was bedeutet denn technische Schuld, Johannes? Technische Schuld ist, beschreibt quasi, ist sage ich mal, beschreibt eine Metrik, also quasi an sich, es ist am Endeffekt, kann man es als Zahl bezeichnen, hoch, niedrig, mittel, aber man kann es auch numerisch betrachten, wie 50, 100, 0 oder so. Und je höher deine technische Schuld ist, sag mal, desto anfälliger ist deine Software für Bugs oder desto mehr Bugs hat deine Software halt auch. Der kann man es grob sagen. Das heißt, wir haben uns die numerische Nummer genannt, wie Johannes es schön gesagt hat, haben wir genannt 40. Und das heißt zum Beispiel, wir haben eine Grenze von 40. Wenn du drüber kommst, dann brennt es. Wenn du drunter bist, alles fein. Okay, wir wollen aber ja mal so den Lebenszyklus von einem Bug betrachten. Bei JustoDie, bei uns, was das überhaupt bedeutet. Jeder von euch hat ein gutes Spiel gespielt und kennt Bugs. Das kommt immer wieder vor. Jetzt gerade kam eine tolle Demo raus, die man spielen konnte, wo auch ein paar Bugs drin war von so einem anderen Spiel. Und deswegen ist meine Frage der Lebenszyklus eines Bugs. Wie ist der denn, JustoDie? Der fängt jetzt ja an, dass ich als Spieler laufe durch die Welt und jetzt merke ich halt, das funktioniert nicht. Was macht man dann? Also bei uns, wie fängt es da an? Genau, also bei uns ist das folgendes. Wir haben so versucht, dass es beim User so einfach wie möglich ist, einen Bug zu melden. Denn wir als Entwickler müssen überhaupt auch erstmal in Kenntnis davon kommen, dass dieser Bug überhaupt da ist. So, ne? Deswegen versuchen wir das so einfach wie möglich zu machen. Bei uns ist es folgendermaßen, du bist im Spiel, dann drückst du die Taste F2, dann öffnet sich ein kleines Window und dort schreibst du einfach rein, okay, was ist denn gerade passiert oder was ist fehlerhaft, was dir aufgefallen ist. Dann drückst du auf Senden und dann bist du als User eigentlich schon raus aus dem Ding und dann bekommen wir den Bug zugesendet. Genau, das war uns extrem wichtig, weil mir fällt das selber, auch wenn ich Computerspiele spiele, denke ich, oh ja, das ist ein Bug, okay, ja, egal, ist nicht so schlimm, kann ich weiterspielen. Und die Entwickler kriegen das ja gar nicht mit. Und wenn man einfach, bap, Taste, Bug, Taste, Bug, Taste, Bug, okay, gar kein Aufwand. Mega cool, ne? Das ist echt mega geil. Was sendet denn überhaupt der User jetzt? Also man hat jetzt F2 geklickt, man hat den Bug gesendet. Was bekommen wir jetzt erstmal, sage ich mal, so ein bisschen? Genau, wir auf unserer Seite bekommen erstmal ein Screenshot von dem Spiel. Das heißt, dort das, was der Player sieht, das sehen wir ja erstmal auch. Dann bekommen wir halt den Text, den er natürlich eingegeben hat. Und zusätzlich bekommen wir sogenannte, ich sag mal, Metriken, Log-Dateien. Das heißt, aus dem Log, da haben wir als Programmierer vielleicht was reingeschrieben. Wir bekommen halt auch den Spielstand. Das heißt, wir können direkt in den Spielstand reingehen, wo der User drin ist. Sehr, sehr, sehr wichtig, sehr, sehr, sehr hilfreich. Und dann bekommen wir noch so verschiedene Sachen, wie zum Beispiel, auf welchem Betriebssystem bist du. Ist dann wichtig, bist du auf Mac, Linux oder Windows zum Beispiel. Und noch ein paar andere Daten, wie zum Beispiel eine Grafikkarte, Auflösung des Spiels. Auch immer manchmal ganz sinnvoll, sage ich mal, das zu wissen. Was daher ganz spannend ist, was eigentlich das Wichtigste ist, was wir bekommen, ist der Screenshot. Ja. Das hätte ich auch nicht gedacht. Ich dachte damals so, ja, ist gar nicht so wichtig. Logs oder so, was läuft falsch. Aber auf dem Screenshot können wir 95% der Bugs schon fixen. Ja, natürlich. Ne? Weil wir sehen, okay, da läuft was nicht. Okay, er darf da nicht sein. Okay, da gibt es da Probleme. Und dann natürlich, was an zweiter Stelle für uns steht, was ganz wichtig ist, ist das Safe Game. Ne? Denn wir haben uns das auch so programmiert, dass wir einfach nur die ID in Unity eingeben müssen und sind automatisch im Safe Game drin. Und das ist ein Traum. Ne? Das ist schön. Aber wie läuft das jetzt alles so ab? Also der User ist jetzt am PC, zockt, drückt F2. Was passiert denn ja intern jetzt da so ein bisschen? Meinst du so ein bisschen, wie unser Server da funktioniert? Genau, wie funktioniert das überhaupt, ne? Genau, genau. Also es wird halt alles abgesendet so und dann landen erstmal die ganzen Rohdateien, sag ich mal, Spielstand, Safecam, so landet bei uns auf dem Server. Und dann wird das bei uns einmal konvertiert und wir nutzen ein sogenanntes Bug-Report-Tool namens Mantis. Und in diesem Mantis-Tool bekommt halt jeder Bug-Kopf eine ID zugeordnet. Da steht auch Datum, wann der jetzt da quasi bei uns angekommen ist. Und dann steht er bei uns erstmal als neu. Drinnen. Also quasi, der hat noch keine Priorisierung, der hat noch keine Zuordnung, kann noch keiner bearbeiten diesen Bug, ist halt erstmal als neu getaggt und dann liegt der erstmal so im System. Genau, und dann kommt mein Job. Genau. Ich setze mich dann halt ran und sehe halt unsere ganzen Bugs, die werden mir halt aufgelistet und dann sage ich zum Beispiel, wie hoch, wie schlimm, wie kritisch sind die Bugs, denn Bugs haben in der Regel halt immer eine Priorität.
Das bedeutet Low, Medium, High und dann kann man noch ganz viele Kategorien noch mehr definieren. Super kritisch, absolut kritisch, es brennt gleich, oh mein Gott, die Hütte ist am Brennen. Was weiß ich, wie man das sagen möchte. Auf jeden Fall sortiere ich die dann halt ein und die haben bei uns dann verschiedene Prioritäten, was ich gerade meinte, aber auch verschiedene Triggerpoints dann am Ende. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen sofortigen Bug, so heißt zum Beispiel State bei uns, wenn Johannes zum Beispiel jetzt einen sofortigen Bug bekommt, da muss er sofort springen auch, weil es heißt ja sofortig so, ne? Das heißt, Johannes ist gerade am Arbeiten, oh ja, voll schön, ich mache gerade so Regen, dass es regnet in Droba und dann sage ich so, nein, sofortiger Bug und er, oh, okay, alles stehen liegen lassen, sofort fixen. Dementsprechend wird das bei uns halt immer gemacht und wir haben so eine Prioritätenliste, das ist zum Beispiel normal, das sind alle Bugs, die dann in der technischen Schuld quasi drin sind, die gefixt werden müssen, dann gibt es halt dringend, die sind noch ein Tuck dringender, also wenn man jetzt priorisieren würde, das heißt, wir fangen zum Beispiel an zu fixen, fangen wir mit den dringenden an, dann die normalen an und wir haben noch niedrige und die ignorieren wir. Ja, ich glaube, die fallen nicht in die technische Schuld rein. Genau, das ist so ein bisschen so unser Algorithmus und dann verteile ich die, sage zum Beispiel, Johannes, mach den Bug und was wir halt haben bei uns ist halt den schönen Bug Monday. Was ist denn der Bug Monday bei uns? Genau, das ist bei uns immer ganz nett. Also wir haben halt immer, wir arbeiten im Sprintsystem, das heißt, unsere Arbeitseinteilung im Projektmanagement geht immer 2 Wochen und alle nach 2 Wochen haben wir einen, das ist bei uns ein Montag, der Bug Monday und dort ist dieser Tag ist nur dafür da, dass du dich um Bugs, um Fehler, was Chris gerade meine, dringend sofort, nicht sofort, weil die sind schon vorher gefixt, ne? Dringend normale, hohe Bugs werden halt dort gefixt. Das heißt, ein ganzer Tag sitzt das ganze Team nur daran, guckt bei Mantis rein, welche Bugs habe ich, welche sind mir zugeordnet, kann ich vielleicht bei jemand anderen vielleicht auch noch was abnehmen, wenn ich selbst keine Bugs habe und dann werden einfach nur Bugs gefixt und so sorgen wir halt dafür, dass wir kontinuierlich immer unter der 40 versuchen zu bleiben, beziehungsweise versuchen wir kontinuierlich einfach eine niedrige technische Schuld und dementsprechend einfach einen sauberen State der Software zu haben. Ja, genau, das ist uns extrem wichtig, denn die Qualität unserer Software spiegelt das halt so wider. Und ich glaube, desto besser man testet, desto besser weiß man, was die reale Qualität ist, weil es gibt ja viele Bugs, die wir nicht kennen, sage ich mal. Deswegen muss man es immer mit kalkulieren. Deswegen machen wir hatten auch früher sehr viele Testphasen, wo wir auch immer selber getestet haben, wir haben uns das angeschaut und dann in den Bug Monday haben wir das halt gefixt. Und dann hat der neue Sprint begonnen, schön clean und das war gut. Und wenn wir über der 40er technischen Schuld waren, sage ich mal so ein bisschen, dann haben wir die Bugs mit in den Sprint reingezogen. Was schätzt du denn jetzt so bugtechnisch? Wir haben jetzt ja Druva released, wir haben jetzt, sind gerade an Patch 1.3, der wird jetzt auch bald released. Dann ist Druva ja completed. Das heißt, wir haben jetzt mal wirklich so einen Prozess von Release mal durchfahren. Wie lange dauert es, so einen Bug zu fixen? Also was sind das? Sind das oft kritische, sind das oft große Dinger oder sind das eher so kleine Dinger? Oder wie würdest du das so einschätzen? Ich sag jetzt mal, also was ich sagen würde, ist, dass doch ein sehr, sehr großer Teil der Bugs lässt sich doch sehr, sehr schnell auch lösen und ließ sich bei uns auch sehr, sehr schnell lösen. Also es waren zum Teil halt, so ich sag mal so, was ich gerade machte, mit der Waffe ziehen, die Waffe war nicht sichtbar, so okay, hast kurz eine Abfrage vergessen, hast mal hinzugefügt oder ach Mist, die Grafik hat sich irgendwie verändert, die muss nochmal neu importiert werden, auch wieder gelöst und so weiter. Aber dennoch gab es auch einen kleinen Teil von Fehlern, die sind immer mal wieder aufgetreten, beziehungsweise dann ist das immer schwieriger, du bekommst einen Bug, du lädst ihn bei dir rein und der tritt bei dir aber nicht auf. Ja, ja. So, der User hat es aber reportet und du siehst es vielleicht sogar auf dem Screenshot, dass es bei ihm irgendwie Fehler läuft, aber du lädst halt rein und funktioniert immer bei mir. Dann lädst du ein Autosave von davor, machst nochmal die Szene, funktioniert wieder und so weiter, ne? Und da hatten wir halt auch einige Bugs und so und die sind echt schwer zu lösen, so, ne? Und da haben wir halt immer versucht, das okay, wir haben dann manchmal weitere Logs reingeschrieben und haben manchmal diese, ich sag mal so, auf Beobachtung gestellt, wo wir gesagt haben, ja okay, wir wissen, dass die da sind, aber wir haben sie noch nicht gefixt. Wir gucken jetzt einfach nochmal, dass vielleicht jemand nochmal reportet, um dann vielleicht mit mehr Info zu wissen, okay, woran lag es, kann ich es dann reproduzieren, um ihn dann halt zu fixen. Also immer Stück für Stück, dass man immer näher kam. Genau, genau. Und deswegen hatten wir auch zum Beispiel, bevor wir es released hatten, hatten wir 3 Closed Betas, was glaube ich unglaublich untypisch ist, dass man 3 Closed Betas startet. Aber da haben wir wirklich unglaublich viel gefunden, unglaublich viel abgefangen, weil die Leute, die das gespielt haben in der Closed Beta, die haben das aber auch gezockt. Ne? Also die kennen besser Droba als ich. Ja, ja. Und das war ziemlich, ziemlich cool und dadurch konnten wir wirklich viele Bugs abfangen. Und das hat uns auch den Arsch gerettet. Ja, auf jeden Fall. Besonders bei so einem Rollenspiel bei einem Open World, wo es auch einfach viele verschiedene Wege gibt, wie du an Situationen herangehen kannst. Und die haben echt, echt gut getestet und sehr, sehr viel gefunden. Okay, dann würde ich sagen, das ist das Thema Bugs. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr die gerne runterschreiben. Wir beantworten alle eure Fragen in den Videos hier. Und ich habe natürlich zum Abschluss wieder eine fiese Frage vorbereitet, Johannes. Deswegen ist sie gar nicht so fies, aber es ist so ein Outing so. Was war dein peinlichster Bug, den du jemals hattest? Oh, mein peinlichster Bug? Boah, also es ist... Oh, mein peinlichster Bug. Ich glaube, es ist der Bug... Oh, mein Peinlichster Bug, wo ich nackt durch die Welt gelaufen ist. Und was war das für ein Bug?
Naja, der hatte keine Kleidung. Ich glaube, ich habe irgendwas Einfaches eingebaut und habe nie dran gedacht. Und dann sind sie mir alle nackt durch die Welt gelaufen. Und ich denke so, oh, warum? Ich weiß noch, was ich witzig fand, war der eine Bug, dass wir eingebaut haben, dass man einen Sound abgespielt werden soll, wenn du ein Item irgendwie aufsammelst. Und dann haben die Enemies nicht mehr funktioniert. Und ich so, was haben die denn damit zu tun oder sowas? War total. Ja, so ähnlich war es halt bei meinem auch. Ja, also das ist es. Deswegen, wir verabschieden uns, Freunde. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und damit sind wir raus. Chris und Johannes, macht's gut, Leute. Ciao, ciao. Sometimes an outsider is needed to remember the forsaken king.